Ohne Jugend keine Zukunft für einen Ort wie Windhag. Dass sich die Jugendlichen mit ihrer Heimat identifizieren, ist das Um und Auf für einen gesicherten Lebensstandard. Da sich die Windhager Jugend bereit erklärt hat, ihren Jugendraum selbst aufzubauen, steht diesem großen Projekt nichts mehr im Wege. Wow, super, jetzt wird's schier. Müssen wir zusammenpacken. Wir brauchen einen Platz, wo wir hingehen können. Mit einem Dach über dem Kopf. Ja, wo wir was unternehmen können. Ja, und wo wir gemütlich reden können. Hey Simsi. Die Garderobe ist zur Hälfte nah. Stimmt. Und über Bücherei kommt mir auch geschickt einige. Mhm. Kommt her mal, schaut sich das an. Das war aber ein super Jugendraum. Ja, ich bin eh beim Jugendrat. Das sage ich irgendwann an meinen Bürgermeister. Ja, der ist eh gerade auf der Gemeinde. Packen wir zusammen und gehen wir. Ja. Grüß dich. Grüß dich. Hallo. Grüß dich. Was gibt's denn jetzt? Es geht um einen Jugendraum. Aha. Okay. Ja, dann nehmt's Platz, dann können wir kurz drüber reden. Mhm. Ja, wir waren gerade drüben bei der Schule und wir haben gesehen, dass Garderob ganz leer steht. Und jetzt hätten wir gedacht, da könnte man einen Jugendraum machen. Wie schaut denn das aus? Aha, ja, das war eigentlich eine gute Idee. Weil für die Schüler werden wir eh noch ungefähr die Hälfte brauchen. Da bietet sich noch an, dass wir einen Platz für einen Jugendraum eventuell adaptieren konnten. Ja, das trifft sich eh gut, dass ihr da seid, weil der Thomas, unser Jugendreferent, ist eh gerade im Haus. Du, Thomas! Komm schnell um! Ich brauche dich schnell! Grüß euch! Hallo! Servus, Erik! Grüß dich, Thomas! Grüß dich! Hallo! Hallo! Um was geht's? Die zwei Damen waren da in einem Jugendraum. Erich, das trifft sich eh ganz gut, weil ich habe so gerade das Protokoll von Jugendrat in der Hand. Das, was im Mittag abgefallen ist, können wir gleich drüber reden. Ja, dann sitzt ihr da. So, wie gesagt, das war, Damen möchten im Windtag für die Jugend was tun. Mhm. Und soweit ich weiß, ist Simone ja auch beim Jugendrat dabei gewesen. Und du hast eh das Protokoll. Vielleicht können wir das ein bisschen. Erzählst du mal, wie es auf das gekommen seid. Ja, es haben eigentlich schon ein paar Leute geredet, dass wir irgendwie im Winter sowas machen konnten, dass man sich irgendwo zusammensitzen kann. Weil im Winter kann man sich irgendwie nirgends so treffen, außer auf der Kasse, weil es uns überall so kalt ist. Und da war beim Jugendrat auch das Thema, dass man eher ein Jugendzentrum macht oder mal eine Eventgruppe, dass man Ausflüge macht, dass das irgendwie organisiert. Oder dass der Bodenteich ein bisschen attraktiver gemacht wird. Ja, weil ich gerade sehr soziale Treffpunkte in einem Jugendraum. Hättest du da vielleicht schon eine Idee? Ja, in der Garderobe drüben hat man vorher was gesehen. Die Stangen fast leer. Das trifft sich eigentlich ganz gut, weil Klo haben da, müssen wir nochmal reden. Was ist denn eigentlich da nur geredet worden von Jugendrat, weil ich war da nicht dabei. Das war interessant. Also vielleicht erklärt uns noch ein bisschen was über den Jugendrat, wie das gewesen ist.
Ja, da sind wir mal am Samstagnachmittag beieinander gesessen. Ein paar Leute, die sind durch Zufallsprinzip ausgewählt worden. Und da haben wir halt so über Themen diskutiert, die was in Windhoek verbessert werden konnten. Und ja, Simone, ist das jetzt um die Freizeitmöglichkeiten außerhalb vom Verein gegangen oder was hast du damit vorgestellt? Ja, also in Windhoek dann die Vereine eigentlich eh viel, aber manche Jugendliche sind halt da nicht irgendwie in einem Verein dabei. Und jetzt haben wir halt auch so diskutiert, dass wir einen Jugendraum machen, aber auch Eventgruppen, dass wir Ausflüge machen. Es war Thema von Mobilität, haben auch über Nahversorgung in Windhoek diskutiert, weil das jetzt auch ein Problem ist mit Spar und Schlecker. Ja, ich sehe gerade, das habt ihr ganz schön viel diskutiert und habt auch viele Themen gekommen bei deinem Jugendrat. Das ist eine ganz interessante Sache. Und ich bin mir sicher, dass man das als taugliches Instrument für die Jugendlichen auf Diskussionsbasis im Gemeindebereich sicher installieren kann.